Du weißt nicht, was passieren wird, wenn man deine IP rausfindet. Die werden wissen, wo du wohnst. Einer hat geschrieben, Auftragskiller. Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ihr seht's, heute sitzen wir ein bisschen anders als sonst und das liegt daran, dass ihr es ja schon am Titel gelesen habt. Heute heißt es, wir gehen wieder ins Dark Web und chatten wieder mit fremden Personen und somit ist das auch Teil 2. Ja, das letzte Video kam ja extrem gut bei euch an und ich habe ja gesagt, wenn ihr wollt, mache ich sehr gerne einen zweiten Teil, wenn die Resonanz gut genug ist. Und wir werden vor allem auch in random Gruppenchats gehen. Das heißt, wir werden ins Dark Web gehen und dort in Gruppenchats. Ich möchte jetzt auch nochmal ganz kurz auf das letzte Dark Web Video eingehen, also wo wir mit fremden Leuten im Dark Web gechattet haben. Und zwar gab es sehr, sehr viele Leute, die extrem gehatet haben und gesagt haben, hä, wieso hast du das zensiert? Hä, wenn du das nicht zeigst, ist voll langweilig. Hört zu, das liegt einfach daran, dass es, dort wurden Themen angesprochen und dort haben Leute von Sachen berichtet, die einfach viel zu heftig sind, um sie einfach uncut so im Internet zu zeigen. Zudem kann man auch Probleme bekommen, wenn man solche Sachen einfach unzensiert zeigt, vor allem da jede Plattform natürlich bestimmte Nutzungsrechte hat und da kann es natürlich sehr oft dazu kommen, dass man gegen diese Nutzungsrechte eben verstößt, indem man eben solche Chatverläufe zeigt. Zudem habe ich auch angeboten für die Leute, die unbedingt wissen wollten, was in den zensierten unter den zensierten Balken stand, dass man mir sehr gerne auf Instagram schreiben kann und ich schreibe euch dann, was da drin stand. Zudem gab es noch einen Kritikpunkt und zwar hieß es, dass ich viel zu schnell auf die Fragen gekommen bin. Das heißt, ich bin in die Chats reingegangen, habe direkt die Fragen geschrieben, gar kein Gespräch mit den Leuten aufgebaut. Das wollen wir heute ändern, denn heute wollen wir wirklich richtige Gespräche aufgreifen mit den Leuten, richtige Gespräche mit denen führen, weil wie gesagt, ich nehme mir die Kritik zu Herzen und wie gesagt, das letzte Video war mein allererstes Video im Dark Web, wo ich mit fremden Leuten chatte und natürlich wird es nicht zu 100% perfekt und dafür machen wir jetzt heute Teil 2 und mal gucken, ich hoffe, dass euch das Video natürlich gefällt. Und wie schon gesagt, heute werden wir auch in Gruppenchats gehen, nicht nur in Einzelchats, wir werden ein paar Einzelchats machen, werden dort mal versuchen, längere Gespräche und größere Gespräche, ich sag mal, aufzubauen und dann die dezenten Fragen natürlich zu stellen, also die speziellen Fragen. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Ich bin mega gespannt. Letztes Mal ist es ja mega heftig geworden. Bin so gespannt, wie es diesmal wird. Ich bin schon wieder ein bisschen nervös, weil ihr wisst, Dark Web oder Deep Web ist immer so eine grenzliche Geschichte. Nichtsdestotrotz, wir werden jetzt reingehen. Heute gönnen wir uns Gruppenchats, wie schon versprochen. Und natürlich auch wieder ein paar einzelne Chats. Und deswegen würde ich sagen, ich höre oft so viel zu reden, weil ich rede eh immer viel zu viel. Und es wird wahrscheinlich der ein oder andere eh wieder in die Kommentare schreiben. Ab die und die Minute geht's los, der labert wieder nur Müll. Let's go, wir sehen uns am Desktop. So, Friends, wir sind jetzt im Dark Web wieder. Wie ihr sehen könnt, sind wir gerade wieder auf derselben Chatplattform wie letztes Mal. Vielleicht wechseln wir nachher sogar noch die Chatplattform, aber ich würde sagen, wir starten erstmal hier. Und ich muss natürlich sagen, ich tue das Ganze hier nur aus Bildungszwecken und stehe mit nichts von irgendwas davon in Verbindung. So, das natürlich gesagt sein. Zudem geht niemals selber ins Dark Web, macht es niemals. Ihr könnt da sehr, sehr viele Fehler machen. Es kann sehr, sehr viel in die Hose gehen. Ein falscher Linkklick, ein falsches Bild, was ihr anklickt und kann sein, dass komplett alles von euch geleakt ist, dass die Leute alles über euch wissen, alle Informationen über euch haben. Und ihr könnt euch teilweise sogar strafbar machen, wenn ihr auf gewisse Links oder Seiten geht. Also macht's einfach nicht, schaut euch einfach meine Videos an und macht es einfach nicht nach. In dem Sinne, let's go. Wir fangen mit einem One-to-One-Chat an, würde ich sagen. Und mal gespannt. Wir schreiben jetzt erstmal mit einer Person und nachher gehen wir auch noch in einen Gruppenchat, wie schon gesagt. Es sucht jetzt erstmal nach einer Person. Und es hat eine Person gefunden. Ich würde sagen, wir schreiben die Person direkt mal mit Hi an. Wie schon gesagt, ihr hattet mir in den letzten Video, hattet ihr mir als Kritik gesagt, dass ich mal die Konversation erstmal ein bisschen aufbauen soll, ein bisschen länger mit den Leuten schreiben, bevor ich komische Fragen stelle. Also werden wir das heute erstmal machen, dass die uns ein bisschen vertrauen und dann stellen wir denen die ein oder andere komische Frage. Okay, Hi, hat die Person zurückgeschrieben. Ich schreibe mal How are you? Also, wie geht es dir? Good, what about you? Also mir geht's gut, wie geht es dir? Ich schreibe, thanks, I'm fine. Also danke, mir geht es gut. Und das Ding ist, diese Chat-Plattformen werden ja meistens immer dazu genutzt für kriminelle Sachen. Also sehr, sehr viele Leute benutzen diese, weil man ist ja komplett anonym in diesen Chats. Und sehr, sehr viele Leute benutzen diese anonymen Chats eben, um illegale Geschäfte zu machen, was auch immer. Also sehr, sehr viele kriminelle Geschichten sind hier natürlich auch unterwegs. Und natürlich auch Leute, die von irgendwelchen Ländern kommen, wo es halt keine Meinungsfreiheit gibt und wo man eventuell nicht in Chatrooms kann, die trifft man hier auch hin und wieder mal. Die Person hat geschrieben, cool. Dann schreiben wir mal, what are you doing?
Also was machst du gerade? Er hat geschrieben, oder sie hat geschrieben, I'm just lazy in my couch. You? Ich schreibe mal, yes. Me too. Are you a man or a woman? Also ich habe geschrieben, ja, ich auch. Bist du ein Mann oder eine Frau? I'm a woman. Okay. Nice. Me too, schreibe ich. Nice, ich auch. Oh, cool, schreibt sie. Also anscheinend ist es auch eine Frau. Auch. Ich habe mich auch mal als Frau ausgegeben, habe gesagt, ja, dass ich auch eine bin. What are your intentions here? Also, was sind deine Absichten hier? Habe ich jetzt mal gefragt. Okay, nur um, ich habe gerade gelesen, dachte so, what? Aber sie hat ja nur geschrieben, also sie ist halt hier drin, um einfach ein bisschen Zeit zu vertreiben. Oh, nice. So, you are bored. Ich habe geschrieben, okay, nice, also ist dir langweilig? Fragezeichen. Okay, also die Person hat uns einfach verlassen. Also habe ich einen neuen Chat gestartet. Hails. Was heißt das? Ich schreibe mal, what? Fragezeichen. Keine Ahnung, was das heißt. Vielleicht bin ich auch einfach nur blöd, aber ich weiß jetzt gar nicht, was das heißt. Hi. Okay. Hi. Ich schreibe mal. Wer ist Hales? Weil der das da unten geschrieben hat, oder die. Someone I know. Also jemanden, den ich kenne. Okay. Ich habe geschrieben, okay, und was macht er? Lost her. Ich habe sie verloren. Okay, sad to hear. Also, traurig zu hören. Und dann hat Els geschrieben, also ich habe sie verloren und dann so, nicht verloren. Auf einmal, hä? Ich hoffe, ich finde sie wieder. Ich schreibe mal, good luck. Und jetzt hat er geschrieben, gestern zur selben Zeit, wir haben die ganze Nacht gesprochen. Okay. Ich schreibe mal, es klingt cool. Übelst creepy, wenn ihr euch mal überlegt, dass da Leute teilweise die komplette Nacht da chillen und mit irgendwelchen Leuten schreiben, die sie nicht kennen. Ich finde das total gruselig. Also, ich meine, ich mache es ja selber. Ich schreibe ja gerade auch mit Leuten, aber ich mache es ja für euch. Es ist ja so videomäßig, wisst ihr, wie ich meine? Der redet so wirr. Ich schreib mal. Du bist komisch. Ich check's absolut nicht, was der gerade von mir möchte. Er schreibt, okay, warum bin ich komisch für darauf, dass ich hoffe, dass ich sie wieder sehe. Ich schreib for everything. Also für alles. Wegen allem bist du komisch. Jetzt stänker ich hier so ein bisschen im Dark Web. Das sollte man eigentlich nicht machen. Ich gebe mich mal aus. Ich sag mal, it's me, Hales. I've been here 6 years. Also ich bin hier seit 6 Jahren. Ich habe schon viel gesehen. Mach dir keine Sorgen um mich. Okay, ich habe geschrieben, was heißt das? Was hast du denn gesehen? Seit 6 Jahren chattet er schon im Dark Web. Was? Hey, F15? Fragezeichen. What? Es wird richtig weird gerade. Ich check's absolut nicht mehr mit diesem Typ. Ich weiß nicht, was der von uns möchte und was der gerade schwätzt. Ich habe mal einen neuen Chat gesucht. Irgendwie ist es weird mit ihm. Keine Ahnung. Okay, wir haben einen neuen Chat. Ich würde sagen, nach dem Chat, also nach dieser Konversation jetzt, gehen wir in einen Gruppenchat. Okay? Jetzt noch eine Konversation mit einer Person und dann gehen wir in den Gruppenchat. Ich bin mega gespannt. Bist du ein Teenager? Hat die Person gefragt. Ich schreibe mal ja.
wie alt ich bin. Wir geben uns mal als 13 aus. Ich schreibe mal 13. Weil im Dark Web seine richtige seine richtigen Daten anzugeben, ist keine gute Idee. Also männlich oder weiblich, fragt er. Also M oder F. Wir sagen F. Ich schreibe mal, what does this mean? Also was bedeutet das? Als wüssten wir nicht, was es ist. Boy oder Girl? Okay, wir sind ein Mädchen. Das ganze Gespräch, es nimmt schon wieder eine Richtung an, die mir absolut nicht gefällt und was ich absolut nicht toleriere. Aber wir schauen mal, wie es weitergeht. Where are you from? Ich schreibe mal Germany. Okay, also wo kommen wir her? Ich schreibe Deutschland. Das nimmt schon wieder, okay, aus den USA. Ich frag mal, wie alt die Person ist. Warum hat er nochmal Hi geschrieben? Older, okay. What? Er hat geschrieben älter, okay. Oh Leute, das nimmt eine Richtung an, die mir absolut nicht gefällt. Okay, er ist älter oder sie ist älter. Ich frage mal, wie alt? Is that okay? Also ob das in Ordnung ist. Ich antworte mal nicht drauf. Ich habe ja geschrieben, wie alt. Doppelt so alt wie wir. Also 26. Okay. Okay, er ist also 26 und wir geben uns als 13 aus. Er sagt, er ist 26. Ich habe ihn jetzt geschrieben, und warum möchtest du mit mir chatten? Ich bin doch noch so jung. Und er hat geschrieben, ich kann auch gehen. Du musst es mir nur sagen. Okay, er sagt, er hätte es nicht erwartet, dass ich so jung bin. Leute, das nimmt so eine falsche Richtung an. Das ist... Ich habe geschrieben, aber warum möchtest du dann mit mir chatten? Ich schreibe, you could be my dad. Ich habe geschrieben, du könntest mein Vater sein. Ihr seht schon, was sich da für Leute rumtreiben in den Chats, oder? Ich denke, ich brauche dazu nichts mehr sagen. Ich denke, ihr seht es selber. Warum sollte ein 26-Jähriger im Dark Web vor allem mit einer 13-Jährigen chatten wollen? Könnt ihr mir das mal erklären? Bestimmt nicht, weil er da anonym ist und schreiben kann, was er möchte, oder? Er hat geschrieben, mit 26, eine 13-jährige Tochter. Dann habe ich geschrieben, ja, ich mache nur Spaß. Er hat geschrieben, du hast mich erschreckt, lol. Ich kläre es jetzt auf, ich sag ihm, Dude, I'm 25. Why do you wanna talk to a young girl? Okay, ich habe ihm jetzt geschrieben, yo, hör mal, ich bin 25. Warum willst du mit einem kleinen Mädchen sprechen? Jetzt mal gucken, wie er mir antwortet. Jetzt habe ich ihn direkt konfrontiert. Oh! Okay, er hat den Chat geleftet. Ich glaube, da habe ich jemanden erwischt, weil er hat geschrieben, es war nice mit dir zu chatten. Zack, weg war er. Ich glaube, da haben wir jemanden erwischt. Jemanden, der etwas vorhatte, was vielleicht nicht unbedingt erlaubt ist. Und jetzt würde ich sagen, es wird Zeit für den Gruppenchat. Ich bin gespannt. Wir gehen jetzt in den Gruppenchat, Leute. Bin mega gespannt. Oh. Okay, wir müssen einen Namen eingeben. Was wollen wir für einen Namen machen? Ich nenne mich mal Lisa, okay? Okay, jetzt müssen wir den Namen rückwärts schreiben. Also, so wäre das dann. Wow, okay. Friends, wir sind in einem
Dark Web, Gruppenchat. Okay. Puh. Okay. Also die haben mir schon einiges geschrieben. Okay. Ihr seht's, wie beim letzten Mal schon, hier werden schon wieder einige Links reingepostet. Und ihr dürft niemals auf diese Links klicken. Das habe ich aber auch schon mal gesagt. Niemals. Okay. Es sind ein paar Sachen, wenn ihr das lesen wollt, drückt ihr einfach mal selber auf Pause. Ich kann die Sachen teilweise nicht vorlesen. Ich denke, ihr wisst warum. Okay. Wisst ihr was? Wir schreiben jetzt einfach was in den Gruppenchat. Da sind jetzt 45 Leute mit uns in diesem Gruppenchat. Und, oh. Okay, nicht cool, was die da teilweise reinschreiben. Ich schreibe mal... Wir sind mit 45 Leuten jetzt im Chat. Ich schreibe einfach mal... Hi. Und dann schreibe ich noch... Ich bin neu hier. Hallo, ich bin neu hier. Ich bin gespannt. Es sind jetzt noch 38 Leute mit uns in dem Chat. Ich schreibe mal... Was geht hier ab? Okay, einer hat es schon geantwortet. What is going on, habe ich geschrieben. Also, was geht ab? What do you like, Lisa? Was mag ich? Fragt sie mich. Ich schreibe... Obst. Und dann hat einer geschrieben, Hi Lisa, is Lisa your real name? Yes. My real name. Also, hallo Lisa, ist Lisa dein echter Name? Ich habe geschrieben, ja, Lisa ist mein echter Name. Puh, okay. Also die sind auf jeden Fall schon alle hier am Geiern. Du solltest lieber nicht hier sein. Er hat geschrieben, wenn dir jemand wehtut, Lisa, werde ich einen Bot machen, der ihn dafür bestraft. Why shouldn't I be here? Also warum sollte ich nicht hier sein? Es ist mega weird gerade. Also ganz ehrlich, das ist ein ganz anderes Level, wie wenn man diese One-to-One-Chats macht. Das merkt man total. Und wie gesagt, macht sowas nicht, Freunde. Macht sowas einfach nicht nach. Ich mache das Ganze nur aus Bildungszwecken für euch. Macht es nicht nach. Das ist einfach... Why should you? Ich schreibe, I'm bored. Okay, ich habe geschrieben, mir ist langweilig und sorry, dass ich hier bin. Okay, er hat geschrieben, das könnt ihr ja selber hier lesen. Also es ist voll mit Vollidioten und ekligen Leuten. Und einer hat geschrieben, du solltest mit mir sein, Honey. Oh. Okay, also wir sehen, einer hat jetzt wieder einen Link reingeschickt, den werden wir definitiv nicht anklicken. Was weiß ich, was es sein könnte. Okay, ich schreibe mal. What is this link? Also, was ist dieser Link? Weil ich werde da garantiert nicht draufklicken, das ist ja wohl klar. Weil, was weiß ich, was das ist. Okay, anscheinend. Okay, es ist wahrscheinlich irgendwas Graphic-mäßiges. Okay, ich schreibe mal... Okay, ich habe mal geschrieben, was ist das Verrückteste, was ich hier finden kann? Also das Krasseste, was man hier finden kann. Okay. Okay. Also... Eine Art von Videos, die illegal sind. Also kann ich... Ja... Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Seht ihr? Da haben wir wieder einen Link zugeschickt bekommen. Ich werde definitiv nicht draufklicken, aber ich werde wieder fragen, was das für ein Link ist. Ich habe geschrieben, ich bin neu hier. Nochmal, damit ihr das... Was?
Wisst ihr, die reden alle so voll in so voll der eigenen Sprache mit so eigenen Codewörtern und so. Das ist mega schwierig, irgendwie herauszufinden, was die genau meinen. Lass uns mal noch ein bisschen nach oben scrollen und so gucken, was da so oben so steht. Okay, ich bin jetzt mal ein bisschen hochgescrollt. Mal gucken, was es hier so gibt. Was die Leute so schreiben. Alter. Okay, also da wird auf jeden Fall über Waffen und so gesprochen, über Waffenhandel. So ekelhaft, was die Leute da teilweise schreiben. Vor allem, was man da oben so liest in den Gruppenchats, das ist so disgusting. Ich habe geschrieben, mir ist langweilig. Okay, mal gucken, was die mir so antworten. Ich habe geschrieben, mir ist langweilig, was soll ich machen? Alter, das ist so ekelhaft, gell, was die hier teilweise reinschreiben. Junge, Junge, Junge. Okay, ich würde sagen, wir liefen mal den Chat, weil das Ganze wird gerade nur noch ekliger und ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt noch reinschreiben soll. Die lesen meine Nachrichten nicht mehr. Okay, wir gehen nochmal in den Group-Chat rein, würde ich sagen. Diesmal heißen wir Anna. Okay, müssen den Namen wieder rückwärts schreiben. Okay. 50 Leute sind in dem Gruppenchat. Okay. Okay, okay, okay. Es ist schon wieder so arg, was die hier reinschreiben. Es ist schon wieder so weird. Okay, hier haben wir wieder Links, die wir auf gar keinen Fall anklicken werden. Ich schreibe mal Hi. Hallo Leute. Okay, unnötig. Okay, also er hat, der eine Typ hier hat gerade richtig, hat gemeint, ja, meisten Frauen haben halt, keine Brüste und so. Und da habe ich geschrieben, hör auf, so schlecht über Frauen zu reden. Und der eine hat geschrieben, okay, ich schreibe mal, stop it. Hör auf damit. Ein bisschen für Unruhe sorgen in Dark Web Gruppenchats. Okay, es wird wieder weird. Keine Ahnung, ich check wieder absolut gar nichts, was die hier reinschreiben. Also ich weiß nicht, ich finde diese Gruppenchats. Okay, ich schreibe mal. Ich habe geschrieben, was geht ab hier? Weil ich absolut lost bin gerade. Ich habe geschrieben, ihr seid alle verrückt. Und da haben wir es wieder. Einen Link. Ich schreibe mal, was ist dieser Link? Also ganz ehrlich, ich weiß nicht. Ich check's nicht. Also ich weiß nicht, was ich von diesen Gruppenchats halten soll, weil hier beleidigen sich, die Leute beleidigen sich eigentlich die ganze Zeit nur, schreiben irgendeinen Müll und schicken irgendwelche weirden Links, die irgendwelche illegalen Videos zeigen, über die man hier nicht reden darf. Aber Alter, ich weiß nicht, guckt euch das halt mal an. Hier, ob irgendjemand Links zu Kannibalismus hat. What? Vor allem, das ist alles so weird, ganz ehrlich, ich kann mal ein bisschen hochscrollen.
Ich meine, ihr seht's ja, da werden teilweise irgendwelche Links reingepostet, hier irgendwelche Bilder. Hier wieder irgendwas. Hier ein Bild. Hier irgendwelche weirden Links wieder. Und ich check's nicht, weil da sind so, so viele Pedos. Das ist voll mit Pedos, muss ich ganz ehrlich sagen. Und nur mit irgendwelchen perversen Fischen. Hier auch wieder irgendeine Seite. Alter, what the f... Was? Bitte was? What? Alter. Ja, also ganz ehrlich, es... Was? Das ist so weird und ekelhaft. Also die Leute, die schreiben wirklich nur so einen Müll hier rein und das sind alles nur so perverse, eklige Menschen, also die meisten, die irgendwelche komischen Links reinschreiben, irgendwelche perversen Sachen reinschreiben. Ich habe mal geschrieben, ich bin verwirrt. Oh, ich habe mich auch noch vertippt. Egal. Also ganz ehrlich, Alter, es ist absolut weird. Also keine Ahnung, ich habe mir, Alter, was? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Leute. Also diese Gruppenchats, die machen absolut keinen Sinn. Aber das habe ich vorher schon gesagt. Die schicken sich nur irgendeinen übelsten Crap. Und irgendwelche illegalen Sachen schicken die sich die ganze Zeit hin und her. Und schreiben eklige Sachen, sind nur so Pedos unterwegs. Klar, natürlich gibt es hin und wieder mal so normale Konversationen, aber sehr, sehr selten. Es ist hauptsächlich nur so Trash-Talk die ganze Zeit. Und ich weiß nicht, wie man sich hier die ganze Zeit rumtreiben kann. So wie diese Leute, die hier einfach nur irgendeinen Trash hin und her schreiben. Oh. Jetzt wird's langsam ein bisschen deep hier. Bei dem hier. Der hat jetzt gefragt, wie er eine Person aus dem Verkehr ziehen kann. Ohne dass man es mitbekommt. Obwohl dort überall Kameras sind. Hier wurde jetzt ein Link daraufhin reingeschickt. Einer hat geschrieben, ich gebe dir einen Bitcoin, wenn du meine IP-Adresse rausfindest. Okay, ich schreibe mal rein. Wo wohne ich? Habe ich jetzt einfach mal in den Random-Chat, also in diesen Gruppen-Chat reingeschrieben. Mal gucken, was die... Also ganz ehrlich, ich finde diese Gruppen-Chats, geht da nicht rein, das wird euch verstören. Und klickt auf keinen Fall auf die Links oder auf irgendwelche Bilder. Ihr könnt euch damit strafbar machen, ihr könnt gehackt werden, die Leute können alles über euch rausfinden. Macht es nicht. Okay, einer hat jetzt seine IP reingeschrieben und die soll gehackt werden. Und der Okay, es ist absolut weird auf jeden Fall, was die Leute hier so hin und her schreiben. Ich finde, die ganzen Konversationen sind alle so stumpf. Und es macht alles so keinen Sinn und so viel Quatsch, ganz ehrlich. Das ist so weird. Hier hat jetzt einer geschrieben. Wo steht's? Der hat seine IP ja geleakt und hat er geschrieben, du weißt nicht, was passieren wird, wenn man deine IP rausfindet. Und dann hat einer geschrieben, die werden wissen, wo du wohnst. Einer hat geschrieben, Auftragskiller. Also die meisten sind komplett durch den Wind. Ganz ehrlich, ich finde es so merkwürdig. Und ich fühle mich ultra unwohl, weil ich es einfach so komisch finde. Ich schreibe mal Hello, Fragezeichen, anyone here? Hallo, irgendjemand da?
Einer hat geschrieben, wie kann ich alle Kameras blockieren von einem Gebäude, was auch immer die Person vorhat. Sie will nicht gesehen werden. Ich habe nochmal geschrieben, Leute, was geht hier ab? Und dann habe ich geschrieben, ihr seid komisch. Oh, okay. Beleidigt er mich halt komplett. Okay, einer hat mich angeschrieben. Hi, Sophie. Eine Sophie hat mich angeschrieben. Grimm hat mir auch geschrieben. Hi, Grimm. Ich schreibe mal. Also der eine will die ganze Zeit wissen, wie man Kameras ausschaltet. Ich habe keine Ahnung, was er vorhat, aber ich finde es mega gruselig. Ich habe jetzt geschrieben, erzählt mir etwas Gruseliges, was ihr gesehen habt. Alter, was geht? Ich habe eine normale Frage gestellt und alle fangen an, übel zu beleidigen. Alter. Okay, dieser Grimm hat mich gefragt, ob ich neu bin. Ich habe geschrieben, ja, bin ich. Okay, ich habe mal gefragt, ob es hier irgendwelche gruseligen Sachen gibt. Aber bis jetzt das Einzige, was ich hier gesehen habe, sind eklige Sachen, perverse Sachen, kriminelle Sachen, illegale Sachen. Es wurde ein Link geschickt, aber da klicke ich nicht drauf. Alter. Was der hier unten geschrieben hat. Ja, okay, Friends. Ich glaube, ich werde den ganzen Chat jetzt hier verlassen. Das ist so weird. Ich bin erstmal raus hier, weil ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich find's mega verstörend. Ja. Ich bin raus aus dem Chat. Das ist einfach nur weird. Okay, Friends. Das war's auf jeden Fall mit den Dark Web Chats. Vor allem dem Dark Web Gruppen-Chatroom. Ich fand's mega komisch irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin auf der einen Seite ein bisschen enttäuscht, auf der anderen Seite ein bisschen verwirrt, weil es nicht so ganz war, wie ich es mir vorgestellt habe, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir das Ganze irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es mir anders vorgestellt. Es ist nicht ganz so gewesen, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich denke, bildungszweckstechnisch seid ihr der ganzen Sache jetzt ein bisschen schlauer und wisst vor allem jetzt, wie es in so Gruppenchats im Dark Web abgeht. Natürlich war das jetzt nur einer von keine Ahnung wie vielen. Es gibt ja unglaublich viele Dark Web Gruppenchats, aber jetzt habt ihr es zumindest mal gesehen. Aber im Großen und Ganzen muss ich ehrlich sagen, das Dark Web ist einfach weird und sollte keiner von euch reingehen. Da gibt's, wie ihr gesehen habt, so viele perverse Menschen, so viele eklige Menschen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn es ein bisschen chaotisch war. Aber ich finde, diese ganzen Dark Web Sachen, diese Dark Web Videos, die kriegst du einfach irgendwie nicht so hin, wie man sie sich vorstellt. Ich stelle mir die Videos immer, also ich habe mir das Video jetzt ein bisschen anders vorgestellt und anders geplant, aber du kriegst es einfach nicht so hin, weil das einfach keine geplanten Sachen sind. Du schreibst da mit echten Menschen und das ist alles live und spontan. Ja, nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich persönlich fand es ein bisschen chaotisch. Vor allem auch in diesen Gruppenchats, weil die meisten Leute ja kaum antworten. Die meisten beleidigen dich einfach nur. Und ja, und schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr möchtet, dass wir mehr zum Thema Dark Web machen oder dass ich mehr zum Thema Dark Web mache. Sei es irgendwie andere Chatrooms ausprobieren, vielleicht sogar irgendwelche Websites im Dark Web anschaue oder. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr noch was zum Thema Dark Web sehen wollt. Und ansonsten schön, dass ihr am Start wart, Friends. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich war ein bisschen nervös und ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat, auch wenn das Video ein bisschen chaotisch geworden ist, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, du kannst diese ganzen Sachen nicht genau planen und ja, das ist das, was dabei rausgekommen ist. Hoffe dennoch, dass es euch gefallen hat und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, Friends. Schön, dass ihr am Start wart. Ich hab euch alle lieb. Ciao, ciao, macht's gut.